Dirty of mind, dirty of kind, the poor Nord crushed by Dibella's stony behind. For so long and in vain women's blessings he sought, and in death a statue wasn't the only hard thing he got. Zusammen und herzlich willkommen zum Paladiner Weekend und damit einer neuen Folge Skyrim Special Edition Modded. Wir befinden uns in einem ominösen Anwesen. Ja, wir wurden zu einer Weihnachtsparty eingeladen. Das hier ist eine Weihnachtsquest-Mod. Diese Quest-Mod nennt sich Insanity Clause, also Irrsinnsklausel oder Wahnsinnsklausel oder Klausel des Wahnsinns, wie man es nennen will. Und auf diesem Anwesen oder in diesem Anwesen ist keinerlei Gewalt erlaubt. Uns wurden die Waffen abgenommen, uns wurde unsere Kleidung abgenommen. Wir tragen Festkleidung, wobei ich das nicht besonders festlich finde, was wir da anhaben. Und ja, das ist eine kleine, ich sag mal in Anführungsstrichen, weihnachtliche Mod, denn ich weiß nicht, was genau die unter weihnachtlich verstehen. Aber in dieser Quest-Mod befinden sich zwei meiner absoluten Lieblings-YouTuber. Das ist einmal Gopher und das ist einmal MXR. Zumindest deren Stimmen befinden sich hier in dieser Quest-Mod. Und ich bin gespannt und ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Und wir gehen jetzt einfach mal auf die Party. Ich hoffe, die haben Glühwein. Ich hatte schon ewig keinen Glühwein mehr. Oh, gut. Ist das die letzte Arrival, dann? Indeed, they are. Parties usually involve social gathering of one's equals. You are correct. Some are far step. Where is the host of this so-called party? What is this? Has been delayed until. In the meantime, you are all welcome to avail yourself of the estate's amenity. Excuse me, Lord. I've been working in the pantry and should have some food prepared for us in a little while before we retire, you know? Well, at least we won't starve. Okay, wir dürfen uns hier also ein bisschen umsehen. Wir dürfen essen. Der Gastgeber verspätet sich ein wenig und wird wahrscheinlich erst morgens eintreffen. Das heißt, wir sollen die Nacht hier verbringen und wir sollen uns erstmal schön den Magen vollschlagen. Und ja. Wir sollen jetzt nach Ronaldo fragen. Ronaldo ist derjenige, der auch in unserer Einladung an sich erwähnt wurde. Was ist denn das hier alles? Alle Helme, die es gibt. Es ist ein bisschen dunkel. Ich hoffe, irgendwie sieht der verdammt echt aus. Ich hoffe, ihr seht genug. Ich weiß nämlich nicht, ob ich mir eine Laterne ercheaten kann. Ich weiß nicht, wie die dann reagieren, wenn ich eine Laterne anlege. Was haben die denn hier für Klamotten an? Ich glaube, das hier war Sophias Stimme, oder? Also, wir sollen... Things happen, what the hell? Dinge passieren, was zur Hölle? Wir sollen, ja, herumfragen nach Ronaldo. Ah, Yiki. Oh, what do we have here? If one was not of lower class, Aiki may be interested. What is it one wants from Aiki? Oh wow, wenn wir nicht von so, also wenn wir nicht niedriger wären im Stand als sie, dann wäre sie ja fast interessiert. Aber die Stimme ist richtig gut, also die Stimme gefällt mir schon mal. Hast du jemanden namens Ronaldo gesehen? Aiki doesn't pay attention to mere men, but do you see that fine piece of ass across that way? That Aiki pays attention to. Okay, sie interessiert sich für ein Stück Hintern? Welches Stück Hintern genau? Du redest über... Aiki does not want to appear too interested. Jeez, Aiki aims to get lucky tonight, so go away. Sie möchte nicht schon zu interessiert wirken. Erzähl mir mal ein bisschen was von dir, Aiki. And why should Aiki do that? Warum sie das tun sollte? Naja, weil ich habe keine Ahnung. Aiki will tell you. If you have coin, Khajiit has wares. Aiki's parents make them say that. Most Khajiits work for Aiki's family.
Also, es haben viele Händler für ihre Eltern gearbeitet und sie hat gerade diesen Khajiit Hadwaran, diesen Spruch, den die Khajiit-Händler immer bringen, so ein bisschen, ja, ins Lächerliche gezogen. Nun, du bist offensichtlich ein bisschen betrunken. Well, excuse me. I guess not drunk enough. Nicht betrunken genug. Naja, das ist, liegt im Auge des Betrachters. Okay, bye. Aber die Stimme gefällt mir richtig gut. Können wir wenigstens laut spielen? Nein? Bisschen Musik würde dem Laden hier nicht schaden. Okay. Oimlot. What can I do for you? Hast du jemanden namens... Er sieht auch ein bisschen... Also, entweder sehr betrunken oder er hat irgendwas anderes zu sich genommen. Auf jeden Fall sieht er nicht ganz fit aus. Habt ihr Glühwein, den ich noch nicht gesehen habe? Ich möchte bitte Glühwein. Hast du jemanden namens Ronaldo gesehen? Aye. That idiot went outside to pace and think, I believe he said. Er ist rausgegangen, um nachzudenken. Goodbye, friend. Finde einen Weg, um Ronaldo zu töten? Was? Was? Gut, er trägt irgendwie ein Stück Notiz oder er trägt eine wichtige Notiz bei sich, hieß es ja in der Einladung. Aber das heißt doch nicht automatisch, dass man diejenigen töten soll, oder? Was sind denn das hier für Regeln? Okay. Find a way to kill Ronaldo. Time to kill Ronaldo. Okay. Was ich in der Questbeschreibung auf der Questseite gelesen habe, also auf der Modseite von Nexus Mods zu dieser Quest in Sanity Clause, ist Töte oder werde getötet. Das war, glaube ich, irgendwo eine Überschrift. Sehr weihnachtlich. Deinen Namen kann ich nicht mehr aussprechen. Dreloom? Auf Caldera? I don't want to talk right now. Sophia? Sophias Stimme? Sie möchte gerade nicht reden. Henrietta? Hello. Erzähl mir was über dich. Not much to tell. Nicht viel zu erzählen. Ich bin mir sicher, irgendwas gibt da mit Sicherheit. I am but a humble woman. Er ist nur eine Frau, genau. Is that why you can... kannst du deswegen deine Augen nicht von dieser Khajiit lassen? She is so pretty, is she not? Sie ist so hübsch, ist sie nicht? Ja, doch. Ja, goodbye. Please don't tell her I said that. It might be inappropriate. Inappropriate. Es wäre unangebracht, es ihr zu erzählen. Wir sollen es ihr bitte nicht erzählen. Keine Sorge, dein Geheimnis ist sicher bei mir. Beide davon. Thank you. Thank you. Hallo auch. Ja, seltsames Lachen, Kichern. Henrietta, wer hat die Stimme erkannt? Einer meiner beiden Lieblings-YouTuber, die ich vorhin genannt habe. Ich habe ihn auf jeden Fall erkannt. Herrlich. Gut, ich speichere sicherheitshalber mal. Visay, oder wie auch immer man nicht ausspricht. Visay was under the impression the guests would Base? Ich kenne nur Bars. Was ist Base? Brukul, ein Ork ist auch hier. What? Ja. Hast du einen Mann namens Ronaldo irgendwo hier gesehen? No, I arrived just before you did. The others may know. Okay, er weiß es nicht. Er ist direkt vor uns. Also er ist kurz vor uns hier eingetroffen. So, was laufen denn hier? Hier liefen doch die ganze Zeit irgendwie seltsame... Haben wir jetzt eigentlich mit einem gesprochen? Ich glaube schon. Oh, wo geht's denn hier hin? In die Küche? Rohe Pferdehüfte. Oh. Ich war's nicht. Der Krug lag schon so da. Farin? Why, hello. Dinner won't be available for a while yet. Es wird erstmal nichts zu essen geben. Wie, was? Was? Wie, es wird nichts zu essen geben? Was ist denn das hier für eine schäbige Party? Kein Glühwein, kein Essen? Ich bin empört, ich möchte wieder gehen. Du scheinst in der Küche ja zu Hause zu sein. Indeed. I run a number of restaurants back home. Figured someone needed to prepare food if these automatons wouldn't. Okay, er hat schon für einige Restaurants gearbeitet. Wo ist
Zuhause für dich. I would rather not discuss any more. I have a meal to prepare and do not need to be distracted. No offense. Okay, er muss Essen vorbereiten, er möchte nicht weiter gestört werden. Okay, gut, also die Speisekammer sieht aber schon sehr gefüllt aus. Außer, dass er sich hier schon bedient hat und selbst schon ordentlich Met gönnt. Kein Glühwein! Auf eine Weihnachtsparty gehört Glühwein. Na, wobei, Met geht eigentlich auch. Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir hier hin müssen. Ist es okay, wenn ich hier lang gehe? Weihnachtsdekoration! Hatte ich schon gesagt? Weihnachtsdekoration. Wein. Gut. Es wird besser. Was haben wir hier? Ich bin überhaupt nicht neugierig. Diese gruseligen, gruseligen Statuen hier. Was ist das hier? Ein Museum? Du siehst auch verdammt echt aus. Was haben wir hier? Feuersalz. Händlerkleidung. Händlerkleidung in Rot? Haben wir auch Händlerkleidung in Rot an? Ich... nehmen wir mal kurz. Okay, wir haben die gleiche Händlerkleidung. Darf ich mir hier diese Feuersalze nehmen? Ich meine, da steht nicht Diebstahl dran, also... Es ist okay, oder? Nein? Gut. Was haben wir hier? Ein Pool, ein Whirlpool. Huch, nein, ich wollte da nicht rein. Haben wir eigentlich... Unsere Flügel haben wir auch nicht mehr. Wahnsinn, die haben uns einfach die Flügel gestutzt. Wie Raziel damals. Kennt Raziel noch jemand? Das war auch eins meiner... Na, ersten Spiele kann man nicht sagen. Aber die ersten Spiele, an die ich mich erinnern kann. Also wirklich storytechnisch auch noch ein bisschen was von weiß. Ist Soul Reaver. Soul Reaver war ein wunderschönes Spiel, fand ich. Okay, wir müssen raus. Müssen wir wieder raus? Sind wir hier nicht hergekommen? Nein, hier sind wir nicht hergekommen. Und wo geht's hier hin? Nirgends. Himmelsrand. Okay. Todesglockenblume. Da ist dann wohl Ronaldo. Was? Können wir nicht einfach mit ihm reden? Was passiert, wenn wir den Hebel benutzen? I've had enough of you. Er hatte genug von uns. Ich? Was? I'm afraid that your guest status has been revoked. Oh, oh. Jetzt. Wir es ihm aber gegeben und wir wurden sofort... Ich hab doch aber... Aber er hat doch angefangen. Wie sollen wir ihn denn töten? Oh. Ich verstehe. Glaube ich. Henrietta hat Verknüpfungen zur östlichen Handelsgesellschaft. Ich meine, wenn er hier steht, dann können wir doch mit Sicherheit, also können wir das hier nicht irgendwie betätigen? Oh. Aber er ist doch voll über die Falle gelatscht. Okay, ich weiß jetzt, wofür der Hebel ist. Alles ist gut, wir verstecken uns mal kurz hier. Sofern wir uns verstecken müssen. Ich habe keine Ahnung. Es könnte übrigens sein, dass diese Weihnachtsfolgen vielleicht... Also zumindest jetzt die und die nächste ein bisschen länger werden, wegen der Questreihe. Ich weiß es aber noch nicht. Weiß nicht, wie lange die Quest geht. Okay. Kollege, du stehst drauf. Ist er tot? Ups. Fatality. Jetzt fallen wir gleich noch selbst rein. Wie loot ich ihn jetzt, ohne dass ich sterbe? Sehr geehrter Ronaldo, ja? Er hat eine Notiz dabei und da steht wahrscheinlich unser nächstes Ziel, richtig? Dear Ronaldo,
Das ist aber genau das gleiche. Should you decide to attend, all weapons will be checked. Argonian, there is a certain Argonian attending who I would pay very generously for you to eliminate. Okay, also er hatte einen Zettel dabei, um den Argonia zu töten. Wie sei? Is carrying a note. Uh-oh, wer trägt denn das? It was a cold, solemn night all throughout Nern, except for one cozy estate where the fires did burn. The guest cordially invited, oh what great surprise. Little did they know this could mean their demise. They flocked from lands near and far to fulfill the request on the letter. To eliminate a target, the quieter the better. Of reward they were excited and not to be blamed, for they did not realize only one can remain. Und da haben wir meinen, ja, momentan absoluten Lieblings-YouTuber. Das war die Stimme von Gopher. Ich liebe diese Stimme. Wenn ich diese Stimme höre, dann bin ich sofort, egal was gerade für ein Spiel läuft, egal was ich gerade höre, ich bin sofort in Skyrim-Stimmung. Ich weiß nicht warum, aber Gopher hat einfach diese Wirkung auf mich, dass ich sofort Lust auf Skyrim habe. Ich höre, wie gesagt, sehr, sehr viele Sachen von Gopher. Ich gucke mir sehr, sehr viele Sachen von Gopher an. Und sehr viel von Modding in Skyrim habe ich unter anderem von Gopher gelernt. Können wir auch wieder aufstehen? So. Ja, ein wunderschönes Weihnachtsgedicht, das zu übersetzen, ist so gut wie, ja, also so gut wie unmöglich, weil ich immer verpeilt bin und mir fast nichts merken kann. Aber es geht halt darum, dass wir herausgefunden haben, dass es darum geht, dass jeder jeden tötet. Also ja, irgendjemand wird auch eine Notiz bei sich tragen oder eine Notiz bekommen haben, eine Einladung, auf der unser Name steht. Es gibt ein Spiel, an das erinnert mich das hier gerade, oder dieses System, dass es eine Party gibt, wo jeder jeden tötet. Dieses Spiel wollte ich wahnsinnig gerne mal mit euch spielen, aber tatsächlich wollte ich das nicht als Let's Play machen, weil ich das da fast ein bisschen langweilig gefunden hätte, sondern ich würde das sehr gerne mal mit euch in einem Stream spielen. Wenn ich das mit dem Stream jetzt mal auf die Reihe kriege, zeitlich. Okay, wir sollen also den... Oh, Süßkuchen. Wir sollen jetzt den Argonia töten. Der Argonia sitzt nicht mehr hier. Der ist jetzt wahrscheinlich... Wo ist er? Im Museum. Tja, was können... Aber sollen wir ihn nur finden oder sollen wir ihn auch direkt töten? Wir sollen ihn finden. Well, ain't that a bitch. Now you need to kill someone else. Ja. Wir müssen jemand anderen töten, sagt die Quest. Get into work, we say it did. Now bathe, we say shall. I see you there. Guards! Violence will not be. Aber ich hab. Hey, ich hab. Was? Ich hab doch nichts getan. Müssen wir unentdeckt bleiben? Dann möchte ich dieses Rad. Wahrscheinlich. Es ist dieses Rad, das wir benutzen müssen, richtig? Okay, aber wir sind doch so schlecht im Schleichen. So old, so old. Würde mich gerne lehnen. Get into work, we say it did. Now bathe, we say shall. Dreht er jetzt direkt wieder um? I see you. Verdammt! Guards! Violence will not be tolerated. No. Was stand da gerade? Uh-oh. Gerade der Speicherstand ist beschädigt. Das hat mir gerade Angst gemacht. Ja, toll. Der dreht sich ja sofort wieder rum, der Trottel. Wie soll ich das denn machen? Okay, was tut er? Baden. Er zieht sich aus. Huh. Er setzt sich hin. It appears you can add salts to change the temperature. Probably best not to add them too hastily. Sehr schön. Also wir können Salze hinzufügen. Gut, dass wir die Feuersalze schon aufgehoben haben, um die Temperatur zu erhöhen. Wir sollten das aber nicht zu hastig machen. The best.
best bath is a warm bath. Aber wir wollen es ja. Hastig. This is near boiling. What's going on? I'm afraid that your guest status has been revoked. Was? Aber warum? Warum? What? Warum? Warum sterben wir eigentlich sofort? Haben die uns irgendetwas implementiert? Implementiert? Ist implementiert das richtige Wort hierfür? Okay, wir sollten es wahrscheinlich nicht so hastig machen, damit es nicht als Straftat erkannt wird, oder? Oder hat uns die Wache dabei gesehen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Hat er sich schon wieder ausgezogen? Ja, hat er. Okay, er sitzt. Ich mach mal ganz kurz, ich speichere mal ganz kurz. genau. Er möchte es wärmer. Das machen wir. Was? Aber er hat doch gerade gesagt, dass er es wärmer will. Was soll denn diese Verarschung? Ihr seht schon, eine total weihnachtliche Quest. Alles ist happy. Wir sind in überhaupt nicht Fluchstimmung. Darf ich? The best bath is a warm bath. Okay, gibt es hier eigentlich noch andere? Nein. The best bath is a warm bath. Jetzt sagt er die ganze Zeit, dass das beste Bad ein warmes Bad ist. What are you doing meddling with the machinery? Toll. Okay, was ist denn nicht zu hastig? Also, so ein Mist. Ich bin doch... I'm afraid that your guest status has been revoked. Aber warum? Diese Quest ist... macht mich jetzt schon aggressiv und das als Weihnachtsquest. Da kommen noch wunderschöne Weihnachtsgefühle auf. Er findet es angenehm. Ich weiß nicht, in welchen Zeitabständen wir das machen dürfen, ehrlich gesagt. Deswegen speichere ich jetzt einfach jedes Mal. Es fühlt sich gut an, sauber zu sein. Wie gesagt, ich kenne die Zeitabstände nicht, in denen es okay ist, wenn wir hier rumdrehen. Ich warte jetzt einfach immer noch, wenn ich denke, dass es soweit ist, dann warte ich einfach noch ein bisschen. Es fühlt sich gut an, sauber zu sein, sagt er wieder. Wir kochen dich da drin wie einen Hummer. Wie einen grünen Hummer. Ich hoffe, du schreist nicht so. Oh. Das war's schon? Upsi. Das tut mir leid. Nicht. Okay, die Notiz. Ich will hier wieder raus. Ich will hier wieder raus. Ich will nicht auch kochen. Dear Visai. Oder Visai. Should you decide to attend, there is a certain noble attending who I would pay very generously for you to eliminate. His name is Eumlot. Sehr schön. Als nächstes sollen wir also Eumlot töten. And so to his death the lizard did go. Unfortunately, he couldn't stay long for the show. For from waters he came, in waters he died. In murky bath waters his limp corpse now lies. Oh, ich liebe diese Stimme. Ich liebe diese Stimme. And what exactly do you want us to do? Sit here and sing jingle bells? Woman, you haven't jingled my bells in a very long time. Oh God. How dare you? You have only your brat's behavior and drinking to blame for that. So it has nothing to do with your
secret lover then, eh? Do not bring this up again, Oinblad. As if you haven't had your number of dalliances. Ihr Streit. He must be a real fun guy. Vitality, you infuriate me. Get out of my sight till you sober up. If it means not staring at your skeever of a face, then fine by me. Wow. Wow. Die hatten gerade, glaube ich, einen kleinen Ehekrach, sofern sie, ich weiß nicht, ob die beiden überhaupt zusammen sind oder ob er sie einfach nur gerade grob angegraben hat. Aber er hat ihr Gesicht als Skiver-Gesicht beschimpft und sie hat gesagt, sie wird sich erst wieder mit ihm unterhalten, wenn er wieder ein bisschen nüchtern geworden ist. Folgendes. Hello there. Worum ging's? Just my damn wife being a hag again. Oh, das ist eine verdammte Frau, die wieder ein Rabe ist oder, ja, wieder eine Hexe ist. Ist das nicht ein bisschen grob? The wench never loved me. Married me to afford her lush life, she did. And now she's cheating on me. That, my friend, is hard. Sie hat ihn nie wirklich geliebt und jetzt würde sie ihn wohl betrügen. Oh, oh, oh. Kann ich dir irgendwie helfen? Well, you may be able to help me out a bit. I heard there is a statue to the bell in the basement. And that it actually works when you pray to it. Dass es funktioniert, wenn man zu einer Dibella-Statue betet? Naja, gut, wir sind die Anhängerin von Dibella, also wenn, dann müssten wir das wissen, oder? Und was hat das mit mir zu tun? You see, I need someone to make sure no one interrupts me while I'm down there. I'll make it worth your while. Ach so, du möchtest da alleine runtergehen und ungestört sein? Na, zufällig habe ich da keine Notiz dabei, die... wo ich dich irgendwo alleine brauche, damit ich dich beseitigen kann. Ja, das sollte klappen. Great. Geh ruhig in den Keller. Geh in den Keller. Alleine. Weihnachtsstimmung. Oh. Hier ist es aber ziemlich dunkel. Ich frage mich gerade tatsächlich, ob es nicht besser wäre. Ich weiß nicht, ob wir es dürfen. Ich weiß auch gerade nicht mehr, ob es Laterne heißt oder Laterne. Oder Lantern? Paper Lantern? Torchback Lantern? Doch, ich glaube so. Okay, es ist doch Englisch. Travel Lantern. Das ist ein Spell. Ich würde tatsächlich gerne Lantern Oil, das brauchen wir nicht. Ich hätte ganz gerne eigentlich eine Travel Lantern. Es tut mir leid, ich werde mal ganz kurz, damit ihr auch ein bisschen was seht, werde ich mal kurz diese Laterne ercheaten. Und zwar, wo haben wir sie denn? Ach, das ist immer so mistig zu sehen. 15011C2. So, Travel Lantern, genau. Damit wir zumindest, sofern das genehm ist, die tragen können, damit ihr was seht. Ich hoffe, das ist hier in Ordnung, wenn wir das machen. Dann speichere ich nochmal. Ich meine, er steht da ja jetzt rum. So. Und find a way to kill him. Okay. You wait here. If this works, I may be a while. Schleichen geht die auch weg. Er geht jetzt da rein. Oh, wow, das ist aber eine riesige Dibella-Statue. Ich dachte, eine kleine. Und warum muss er dafür alleine sein? Was macht er hier unten? Was will er hier tun? Ich meine, er sieht uns. Er ist ja. Oi, you bastard trying to peep on me. Guards! Okay. Er darf uns nicht dabei sehen. Da müssen wir erstmal warten, was er tut. Aber er stand da so rum, deswegen dachte ich, es wäre okay. Ich und meine Ungeduld, ich weiß. Ich weiß auch nicht, ob es okay ist, wenn wir ihm jetzt direkt hinterherlaufen. Aber ich muss ihn ja beobachten. Ich muss ja gucken, was er tut. Oh oh.
Hat uns gesehen? Also ich meine, das hier funktioniert bei Skyrim nicht, sich einfach dann wieder minimal dahinter stellen. Ich würde so gerne peeken, also hier so um die Wand gucken. Ja nun, möchtest du irgendetwas tun? Vielleicht? Nein? Oi, you bastard, okay. Trying to peep on me. Ja, das war... Genau. Wir laden direkt. Ich weiß nicht, ob er sich irgendwie davor knien muss. Können wir die Statue umschubsen? Ich wüsste zwar nicht, wie wir das machen sollen, aber... Das wäre vielleicht... eine Idee. Aber du stehst da jetzt einfach so rum. Wie soll ich dich denn töten? Können wir hier irgendwie rum oder so? Ach, nicht wirklich. Gibt's hier irgendein geheimes Dings? Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Weil sobald wir näher kommen, sieht er uns. Denke ich. Oi, ja. You bastard trying to peep on me. Guards! Ich möchte mal... I'm afraid that your guest status has been revoked. No. Nein, ich wollte nur gucken, was es da so gibt. Können wir vielleicht irgendwie außen rum oder so? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass wir an ihm vorbeikommen, ohne dass wir da lang müssen? Ich meine, unseren Schrei können wir auch nicht mehr. Können wir das hier irgendwie einreißen? Alter, so. So unerbittliche Macht. Fuß runter! Oh. Können wir? Das ist keine Gewalt. Gut. Rumbrüllen ist also in Ordnung. Das können wir, das kriegen wir hin. Okay, so. Besser wieder mit Licht, damit ihr ein bisschen was seht. Wenn jetzt hier eine Spinne kommt, sind wir am Popo. Beckon gods have never done me any good. But I heard that if I pray to your voluptuous figure, you'd grant me one wish. Ich hoffe, er merkt uns jetzt nicht. Listen well, you hear? Eat me like a sweet roll, Tabella. Oh Gott, was? Ja, wir können sie schubsen, wie auch immer wir das machen. Pile of cow shit. Oops. Iss mich wie ein Süßkuchen, die Bella. Wenn etwas falsch klang, dann das. Wir können aber immer noch so hoch springen. Ich möchte eigentlich ihn durchsuchen. Er muss wahrscheinlich seine Frau töten, richtig? Es würde mich nicht wundern. Retrieve the note. Genau. Brewcool, nein, er muss den Ork töten. Dirty of mind, dirty of kind, the poor Nord crushed by Debella's stony behind. For so long and in vain women's blessings he sought, and in death a statue wasn't the only hard thing he got. Oh, wow. Am Ende war die Statue das einzige Harte, was er... bekommen hat. Das war... ja. Aber bisher muss ich sagen, finde ich alles sehr amüsant. Oh, hallo. Excuse me, good sir. Or madam. Kino. I cannot tell. Sorry, I'm devoid of a particular sense of sight. Can you perhaps help? Better help this weird creature. Pino ist ein Pilz, wie man unschwer erkennen kann, den MXR immer wahnsinnig gerne als Begleiter dabei hatte. Deswegen, das finde ich gerade ein nettes Gimmick. Pino! Du bist ein Pilz? A magic mushroom, to be precise. Everyone is always a bit bewildered, but they seem to get used to it eventually.
Also ja, er ist ein magischer Pilz, um genau zu sein. Und viele Leute sind immer ein bisschen verwirrt, wenn sie ihn zum ersten Mal sehen. Aber sie gewöhnen sich dann eigentlich relativ schnell dran. Wobei braucht denn bitte ein Pilz Hilfe? I'm trying to make some soup for me and my fair maiden. But I need some lavender from the garden. Could you perchance procure me some? Er braucht Lavendel aus dem Garten. Er möchte nämlich ein Mahl für sich und seine Geliebte zubereiten. Aus sich vielleicht? Ich weiß es nicht. Ein Pilzgericht? Klar, kann ich dir organisieren. Excellent. Be careful not to get the death bell by accident. That would be disastrous. Ach, lass mich raten, Pino. Pino, du bist mit Sicherheit die kleine und vielleicht nicht so kleine Affäre der Frau. Wir sollen nicht The Death Bell, die Todesglockenblume, bekommen. Es würde mich nicht wundern. Head to the garden. Wir sollen also zum Garten. Da waren wir an sich schon. Das ist, glaube ich, voll in der Küche, oder? Ich meine, so allmählich lichtet es sich und ich merke auch schon, dass die Folge ein bisschen länger geworden ist. Ein bisschen, würde ich sagen, machen wir noch. Dann speichere ich natürlich nochmal. Oh, hier waren wir noch nicht. Head to the garden. So, haben wir denn jetzt auch wirklich Lavendel? Bring whichever herbs you wish back to the creature. Ich bin mir nicht sicher, um ehrlich zu sein. Ich nehme mal beides mit. Oh, das sieht sehr romantisch aus. Rote Bergblumen. Ganz viel Käse. Okay. Gut, was sollen wir jetzt tun? Sollen wir ihm die Todesglockenblume bringen? Oder sollen wir ihm Lavendel bringen? Das würde ich jetzt tatsächlich auch gerne in einem... Also dafür sind Streams immer gut. Dann kann man einfach mal kurz fragen, was soll ich tun? Warum leuchtet dieser... Warum steht hier überhaupt ein Baum und warum leuchtet er? Kein Stroh in der Ecke, Witz. Lass das. Ja, was gebe ich ihm jetzt? Ich meine, es könnte ja für sie sein. Also für die Dame. Oder? Um ehrlich zu sein, ich speichere jetzt einfach mal. Es ist total gemein, aber irgendwer wird auch den Zettel für uns haben. Also entweder wir oder die. Ich habe hier Lavendel. Excellent. Thank you very much. This night will be amazing. Ja, diese Nacht wird wundervoll. Absolut. Finde Brukul und finde heraus, wie du ihn töten kannst. Brukul ist gegangen. Wohin ist er denn gegangen? Warum ist er gegangen? Oh, erster Stock. Erster Stock. Hier waren wir noch nicht. Und damit ich nicht extrem überziehe und ihr auch ein bisschen was von eurem Weihnachten sozusagen auch habt, werde ich hier erstmal wieder eine Unterbrechung machen und es geht dann weiter in der nächsten Folge an Weihnachten, sofern ihr denn Lust habt oder vielleicht auch die Tage danach oder je nachdem, wann ihr Zeit dafür habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr interessiert euch immer noch für diese Quest und ihr seid genauso gespannt, was hier eigentlich los ist. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen würden. Bis dahin. Ciao.